Ich werde mal gerade gucken, ob ich das Einfluss zurück... Ich bekomme Einfluss zurück. Einfluss verloren. Nee, ich habe bekommen. Wo ist denn hier verloren, bitteschön? Spielstand gespeichert. Und die Insel möchte ich nur ungern ihm geben, weil hier sind Eisen, obwohl Eisen und Steinkohle. Hm. Steinkohle zweimal. Weiß ich, die kleinen Inseln halt. Also die hier auf gar keinen Fall, weil die ist in meinem Fahrwasser, in meinem Korridor. Die will ich ihm gar keinen Fall geben. Überhaupt nicht. Definitiv nicht. Ja, hier oben vielleicht. Paprika, Kartoffeln, Weizen. Lohnt sich jetzt halt nicht. Die Leute gehen auf die Barrikade. Santa Tortuna! Seid ihr schon wieder zu gut? Euch geht's zu gut, ja. Euch geht's zu gut. Dann muss ich mal intervenieren, ne? Hier, dieses Schiff, ne? Warum lasse ich sie überhaupt in meine Nähe? Schnauze. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder 10 Einfluss. Es kann nicht direkt wieder investieren ins Museum oder in... Ja, ich glaube ins Museum. Museum ist die beste Variante. Und wieder 10 Einfluss weg. Was haben wir denn schon für Artefakte reingeballert? Das sind, glaube ich, genau, das sind alle, die wir haben. Ja, jetzt fehlt noch das Drachenboot, die Drachenbootschnitzerei. Die ich vielleicht mal nach hier innen packe. Uns fehlt halt so viel. Ich würde ganz gerne noch mehr bauen, aber mir fehlt halt der Einfluss. Mal gucken. Mal gucken, wie das sich entwickelt, wenn ich hier in Bright Sands die Weltausstellung weitergebaut habe. Und währenddessen können wir uns mal Gedanken machen über die Straßen sind über das Design hier. Das soll ja ein bisschen schön ausschauen, ne? Auf jeden Fall kann man hier Bäume bauen. Brunnen können wir hier definitiv... Eine Produktion wurde angehalten. Ja Mensch, Brunnen können wir auf jeden Fall bauen. Obwohl die nicht wirklich da reinpassen. Ich könnte zwei Brunnen nebeneinander bauen, aber das ist auch nicht irgendwie... Auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Schiff unter Beschuss. Alte Tränke. Die Feierlichkeiten sind beendet. Das ist halt kein Zustand. Ich kann ja nicht überall die ganze Zeit nur Brunnen bauen, wie ein Bekloppter. Aber man kann auf jeden Fall hier Blumenwiesen bauen. Das geht auf jeden Fall. Muss ich eine Krinoline tragen? Ornamente steigern in geringem Maße die Attraktivität der Stadt. Großes Gebüsch. Ja, nicht so ganz. Aber was man definitiv machen kann, ist, also mit den Blumen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Gebüschen jetzt nicht unbedingt. Apfelbaum. Nein, nein, nein. Ich könnte hier meine Straßenplanung nochmal überdenken. Die Flammen wurden gelöscht. Einfach mal so ein bisschen, ich probiere gerade einfach mal ein bisschen rum. Eine Produktion wurde angehalten. So ist es, glaube ich, ein bisschen schöner. Ich glaube, so ist es schöner. Natürlich muss ich dann vielleicht weiter unten mir nochmal Gedanken machen, wie ich das dann verteile, wegen den Schienen. Aber im Allgemeinen gefällt mir das, glaube ich, deutlich besser. Erstmal hier verbinden. Und dann bauen wir hier, wie gesagt, das Doppelte rein. Das ist die neue Promenade im Prinzip. Das hier können wir so lassen. Das da oben können wir nochmal überlegen, wie wir das machen. Aber hier würde ich das ganz gerne erstmal so belassen. Dann...
Jetzt ist halt die Frage, entweder man macht Bäume dahin. Spielstand gespeichert. Eine Baumpromenade, das wäre eine Möglichkeit. Großer Baum. Zum Glück sind sie gute Schwimmer. Das muss ich unbedingt aufschreiben. Ich bin halt ein sehr großer Freund von Bäumen. Hey, was für eine Nacht. Hey, was für eine Nacht. Da hat anscheinend einer durchgefeiert. Ja, ihr versteht, was ich meine und warum ich es mache. Das kann man natürlich dann auch entsprechend mit Parkelementen machen, aber ich finde, das ist nicht verkehrt. Und gucke mal, wer eine Siedlung errichtet hat. Wer hätte das nur gedacht? Hat der Malchen eigentlich schon angefangen, eine Weltausstellung? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Der baut so extrem Scheiß, das gibt's gar nicht. Das ist so ein bisschen die Max-Taktik. Einfach Klatsch. Einfach rein. Bei dem ist die Industrie genau mitten in der Stadt. Ich glaube, ich muss dem seine Hauptinsel auch irgendwann mal befreien. Dann führen wir mal die Demokratie ein, ne? Aber warum macht er jetzt unbedingt... Warum muss der jetzt unbedingt wieder eine Insel besiedeln? Was bringt's ihm? Weißt du, ich will ein bisschen Einfluss sparen und er haut einfach raus. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Mein erster Bericht galt einem Aufruhr bei einer Mühle. Ich lief zum Streikposten und bekam einen Pflasterstein an den Kopf. Als ich wieder zu mir kam, waren die Leute und mein Artikel verschwunden. Seemacht, wir haben unzählige Schiffe versenkt. Beweis für eine unbändige Stärke im Angesicht feindlicher Aggression. Unter dem schallenden Gelächter unserer Admiralität färben sich die Wellen rot vom Blut unserer Feinde. Weiter unten mehr über die genialen Köpfe hinter unserer Flotte. Ich danke Ihnen. Wow, ein Einfluss. Ey, das ist so wenig. Das ist so grandios wenig. Ah, gucke mal hier. Hier kann man einen Brunnen hinsetzen. Das bietet sich sehr gut an. Das bietet sich wirklich wahnsinnig gut an. Aber ich muss sagen, ich mag so eine Baumpromenade. Das hat was sehr Schönes. Mag ich gerne. Muss ich wirklich hier noch ein Dingens hinsetzen, damit das funktioniert? Damit der die Sachen rausholt? Also damit die Ressourcen schnell genug drankommen? Ich möchte ganz gerne heute noch das fertig haben. Wenn's geht. So, Rathäuser. Ja, kann ich mir einflusstechnisch eh noch nicht leisten, von daher scheiß drauf. Auslaufen zur Beutefahrt. Bietet ihnen eine Abholaufgabe an. Schaden pro Schuss 15%, Präzision plus 20. Warte mal, plus 15%? Ist es das, was ich auch hatte? Erstmal annehmen. Komm bloß nicht mit leeren Händen. Ist das das, was ich auch hatte? Wo haben wir das denn? Wo ist meine Admiral General Cooper? Nee, ist es nicht. Naja, gut, egal. Schleichen Sie sich an den Patrouillen vorbei zu Ellie Blackworths Leuchtturm und holen Sie die Häftlinge. Ach so, dann sollte ich vielleicht nicht mein fettestes Schiff schicken, sondern vielleicht das kleinste. Wäre mein Vorschlag. Tuka, so, zack. Immer rüber. Auch interessante Quest. Hatte ich schon lange nicht mehr, glaube ich. Hatte ich lange nicht mehr. So, ich sehe hier gerade, ich habe hier übrigens auch noch ein Geschütz, was im Arsch ist. Die Stadt ist attraktiver geworden. 7 Einfluss ist geschehen. Also, insgesamt 7 Einfluss, 6 Stück dazu. Einfluss verloren. Kann man mal machen. Ich meine, ein Geschütz reicht ja vollkommen. Die Waffenruhe wurde beendet.
um den Hafenengpass hier zu verteidigen, oder? Wo ist denn da der Radius? Ach da, ja gut, das deckt den kompletten Hafen hier ab. Um liebsame Feinde irgendwie auf Distanz zu halten, das geht ganz gut. So, die Insel bekommt auf jeden Fall der Kollege hier nicht. Der Karl von Malchingen. Kann ich hier noch eine entbehren? Die hier noch. Ja, die hier noch. Weil was will ich denn mit Rallingen? Das war hier mein Garant für den Hafen hier, aber den brauche ich auch nicht mehr. Ich weiß, der Malchingen wird sich da direkt reinsetzen. Aber wie gesagt, 11 Einfluss kann man direkt wieder weiter reinvestieren. Eine Produktion wurde angehalten. Ich war ja irgendwie die letzte Zeit ein bisschen kriegerisch unterwegs, ne? Unter Umständen nicht unbedingt die beste Variante. So, kann ich mittlerweile eigentlich jetzt hier eine Straße setzen? Nein, geht immer noch nicht. Probieren wir nochmal eine Sache aus, vielleicht funktioniert sie dann. Es funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Anno, leck mich. Haben wir jetzt einen Waffenstillstand. Ach guck mal, jetzt geht's. Man muss nur wie ein Bekloppter einfach auf die Löschentaste drücken. Irgendwann löscht man das, was da blockiert. Ein Witz ist das. Wenn man so möchte, eigentlich ist das ein totaler Witz. Aber schön hier. Die Stadt entwickelt sich echt wunderschön. Wir leben hier an einem guten Ort. Ach, euch fehlen die Arbeitsklamotten. Es mangelt an Arbeitskraft. Und euch fehlt es an Nähmaschinen. Dann machen wir mal hier Ingenieure. Nee, ihr kriegt keine Sachen mehr. Ja, wir müssen dann in den nächsten Episoden mal darauf achten, dass im Prinzip die ganzen Bedürfnisse wieder gestillt werden. Eine Produktion wurde angehalten. Das ist momentan noch so ein bisschen kritisch. Warum kommt denn eigentlich nicht genug Rum ran? Haben wir schon wieder hier eine Rumknappheit? Oder haben wir genug Rum und der wird einfach nicht schnell genug rüber transportiert? Wir haben dezente Rumknappheit. Wir helfen, wo wir können. So, Routen. Da fällt mir ein, wir hatten noch eine Route, die wir wieder aufbauen müssen. Die Delphi. Die ehemalige. Jetzt heißt sie Mirabelle. Menschen legen ihre Arbeit nieder. Ditchwater, was soll denn das jetzt? Ja, das ist die nicht, die Route, die ich meinte. Zum ersten Mal ergibt es Sinn, was sie tun. So. Butterblume und Toto 2. Wir müssen mal ganz kurz in die neue Welt gucken. Da müssen wir eventuell den Rumfabrikator ein wenig erhöhen. Die arbeiten mir eventuell noch zu wenig. Mein armer Rücken. Ja, eindeutig zu wenig. Was kann ich für dich? Zuckerrohr und Holz. Ein Generalstreik wurde auf ihrer Insel ausgerufen. Holz haben wir genug. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal zwei, drei. Für einen Moment machen wir es rum. Rumbrennerei. Eine, zwei. Sofern das denn funktioniert. Nein, ich kann das nur so bauen. Schade. Kann ich wenigstens noch eine Straße bauen? Ja, das geht. Ja, dann haben wir hier aber auch das Maximum erreicht. Stück für Stück. So, und dann brauchen wir eine Rumdestillation. 30 Sekunden. 30, also zweimal noch Zuckerrohr. Ja, dann kann man sich ja schon Gedanken machen, wo ich das Zuckerrohr hinbaue. Obwohl ich merke, es wird langsam etwas eng hier. Etwas arg eng. Ja, das Holz muss ich auch nochmal verlagern. Das klappt so nicht. Bananen. Ja, ich muss hier echt nochmal nachrüsten. Bei Zeiten.
Ah, ich sehe hier eine Lücke. Spielstand gespeichert. Da kann man direkt reinbauen. Das muss komplett ausgefüllt sein. Alles komplett. Und so bauen. Da müssen wir nochmal freilassen, damit wir eins noch verwenden können. So, 128, sehr gut. Aber wohin damit? Ins Lagerhaus. Ich will jetzt nicht sagen ins Lager, weil das kann dann falsch interpretiert werden. Gut, dann läuft das hoffentlich. Wie viel Rum haben wir denn hier vorrätig? Rum en masse. Es fehlt an Schiffen, die das auch noch abtransportieren. Ja, ich muss das hier alles nochmal umdenken. Stück für Stück. Jetzt erstmal wäre es wichtig, glaube ich, ein neues Schiff dazu haben für die Boote. Wo haben wir denn die Schiffe? Eine Produktion wurde angehalten. Ich möchte ganz gerne mal die beiden Schiffe sehen, was sie auch für Items an Bord haben. Die alte Welt. Die Todo 2. Und das andere Ding. Öltanker, Brillante, Baumwollstoff. Ich will jetzt echt nichts sagen. Aber wir müssen diese Route irgendwie mal perfektionieren. Auf Waren warten. Wenn aktiviert, wartet das Schiff, bis alle Waren an dieser Station geladen hat. Bis es alle geladen hat. Ja. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Dann holt er sich nämlich die Ladung und wartet, bis es komplett voll ist. Vielleicht kriegen wir das dann dadurch so ein bisschen entzerrt. Auf die Löschung warten. Wenn aktiviert, wartet das Schiff, bis alle befohlenen Löschungen für diesen Halt durchgeführt wurden. So rein hypothetisch, wie wäre es denn, wenn der Zielhafen nicht mehr Dishwater ist, sondern wie wäre es, wenn der Bright Sands ist? Das wäre dann mal eine Option, oder? Dann brauchen wir uns um Rum keine Sorgen mehr machen. Genau, brauchen wir uns um Rum keine Sorge mehr machen. Das funktioniert dann. Die in der neuen Welt. Warum fährt er jetzt denn da lang? Fahr doch die direkte Route. Es mangelt an Arbeitskraft. Okay, dann läuft das. Dann müssen wir die eine Route nochmal überdenken. Und zwar die neue CE1 Alkohol. Dann machen wir das nämlich mit dem Rum hier weg. Der ist dann überflüssig. Wir machen das nämlich umgedreht. Vom Bright Sands wird dann ein bisschen rüber geschifft. Nach da. Ich denke mal 50 reicht. Und dann haben wir noch Platz. Aber ich belasse das erstmal dabei. Ach so, und die eine Route muss ich auch noch umändern. Die assistierende Rumroute. Entladen. Und dann machen wir Ditchwater weg. Annehmen. Wird er überhaupt befahren? Ja, ne? Dorsch. Der kleine Dorsch. Eine Produktion wurde angehalten. So, jetzt haben wir hier die Schiffe. Alligator auf der Lauer. Eins der kleineren und schnelleren Schiffe. Sollte eigentlich passen. Vielleicht streiche ich dich von. Ach, das war's schon? Nur reinschleichen, mehr nicht. Häftlinge, Aufgaben-Item.
Kann man vielleicht noch ein Item einkaufen, was man direkt mitnimmt? Schaden an Segelschiffen plus 29%, Schaden durch Schiffe minus 15%. Wäre eine Überlegung wert für das kleine Scheißschiff da unten. Waffenattraktivität plus 20. Minus 4. Das eine Item war halt echt cool, aber das habe ich nicht mehr bekommen, leider Gottes. Unterhaltskosten minus 40 für Schiffe. Krankheitsgefahr minus 20%. Rektoren beeinflusst Wohngebäude. Zusatzeinkommen plus 2. Einwohner erbringen zusätzliches Einkommen aus Schule. Es gibt schon sehr diverse Items hier. Einige bringen was, andere irgendwie nicht.